Am 27. September stimmt Zug über den Beitritt zum Harmus-Konkordat ab. Seit dem 1. August 2009 ist Harmus für jene 10 Kantone in Kraft, die den Beitritt bereits zugestimmt haben. Der Abstimmungskampf ist lanciert. Auf der einen Seite das Pro-Komitee, unterstützt durch alle Parteien, außer von der SVP, das Anti-Referendumskomitee ins Leben gerufen hat. In den Leserbriefen zum Harmus wird bereits jetzt schon heftig diskutiert. Können Sie mir sagen, was ändert sich konkret in den Zuger Schulen? Sie werden ein bisschen überrascht sein, es ändert sich nicht so wahnsinnig viel an der Zuger Schule. Ich versuche Ihnen das aufzuzeichnen. Wir haben im Kanton Zug 2 Jahre Kindergarten. Wir haben 6 Jahre Primarschule. Und wir haben 3 Jahre Oberstufe. Was sich jetzt ändert, ist konkret, dass wir hier im Kanton Zug nur 1 Jahr obligatorisch haben. Wir bieten 2 Jahre an und beide Jahre werden obligatorisch werden. 6 Jahre Primarstufe haben wir und 3 Jahre Oberstufe, das bleibt sich gleich. Neu heisst es hier nicht mehr Kindergarten, sondern Vorstufe, wenn wir reden von einer obligatorischen Schulzeit von 11 Jahren. 2 plus 6 plus 3. Im Kanton Zug ist es so, dass da während 2 Jahre im Kindergarten, wo die gleichen Lerninhalte wird haben mit Harmus, die sich nicht verändert, im Kindergarten haben wir 95%, die jetzt schon 2 Jahre im Kindergarten gehen. Wir haben Blockzeiten eingeführt, das wäre neu mit Harmus, aber das haben wir schon, Blockzeiten am Morgen. Und wir haben eine Tagesbetreuung, Mittagstisch, Nachmittagsbetreuung, die muss obligatorisch angeboten werden, wenn der Bedarf nachgewiesen ist, also wenn es Kinder gibt, die das brauchen oder Eltern, die das brauchen. Man muss aber nicht, es ist nicht obligatorisch. Und für das Angebot wird man müssen zahlen im ganzen Bereich, in das die Eltern wahrnehmen. Weiter ist es so, dass das System gewisse Grössen vorgibt, die messbar sein sollen über die ganze Schweiz. Und zwar ist das, am Ende der 2. Klasse, am Ende der 6. Klasse und am Ende der 9. Klasse, wo man sagt, Kinder müssen in gewissen Fächern werden beschrieben, Mathematik, Naturwissenschaften, Sprachen, müssen sie ein minimales Wissen erreichen. Und das ist dann messbar über die ganze Schweiz. Also das wird vorgegeben von Harmus, was muss man in welchen Fächern bis wann erreicht haben. Das ist messbar und soll auch eine gewisse Vergleichbarkeit unter den Kantonen ermöglichen. Und mit dem kann man dann auch das ganze System anfangen zu steuern. Was bringt denn Harmus, wenn es eben nicht viel ändert wird? Es ist natürlich so, dass der Kanton Zug im Moment auch ein bisschen allein dasteht, wenn man nicht bei Harmus ist. Der Harmus-Konkordat ist eingetreten und es geht darum, dass man sich gewisse Ziele, die die Schule erreichen soll, wo man Schweizer ist, festlegen. Das will man schon länger, seit dem Schulkonkordat 1970. Und jetzt wird es konkreter, indem man eben sagt, man hat gewisse Klassenmesspunkte, wo man sagt, das müssen Kinder erreichen. Das ist zum Beispiel notwendig, wenn man auch einen Wohnortswechsel hat. Also man kommt in einen anderen Kanton. Man wird dann ähnliche Lehrpläne haben, wenn man die Lehrpläne anpassen. Man hat gleiche Lerninhalte, was soll erreicht werden. Und damit kann man viel eher den Kanton wechseln. Früher war das schwieriger gewesen, oder heute ist das noch schwierig, weil jeder Kanton ein eigenes System hat. Und indem man natürlich sagt, was wenn erreicht werden muss, kann man auch schauen, wird das erreicht und hat über die ganze Schweiz die Möglichkeit, Vergleich zu schaffen. Zu schauen, wie erreichen das einzelne Kantone und damit kann man es auch steuern. Das bringt auch Rückmeldungen in die einzelnen Kantone. Ja, erreichen wir das, was andere Kantone erreichen oder nicht? Der Nutzen für die Kinder selber? Der Nutzen für die Kinder selber ist, das eine beim Zügeln, man hat ähnliche Lerninhalte, oder? Und das andere ist natürlich auch das Zeugnis, wenn ich als ein Oberstufenzeugnis habe, im Kanton Luzern oder im Kanton Zürich, dann ist das nachher vergleichbar auch mit dem Kanton Zug. Das sind, weil man weiss, die Lehrmeister zum Beispiel wissen, da sind ähnliche Lerninhalte gelaufen. Und das heisst, die Zeugnisse werden vergleichbar miteinander. Was ändert sich konkret an den Zuger Kindergärten?
Mit Harmos ändert sich nichts grundsätzlich an den Zuger Kindergärten. Was sich ändert, ist ja einfach, dass alle Kinder 2 Jahre kommen müssen. Im Moment kommen 95% in den Kindergarten, nachher werden 100% 2 Jahre in den Kindergarten kommen. Es wird weiterhin gespielt, es wird weiterhin gerechnet oder gelesen, je nachdem, ob das Kind das will. Es wird individuell auch gefördert. Wichtig ist das Zusammenkommen in der Gruppe, dass man sich anpasst, dass man miteinander etwas zusammen machen. Wichtig ist auch, dass Kinder einzeln arbeiten können. Das ist das, was heute schon gemacht wird. Es wird nicht generell Schriftdeutsch oder die Standardsprache Hochdeutsch eingeführt, sondern man tut in spielerischen Situationen tut man auch Schriftdeutsch reden. Das macht Sinn, weil man tut auch vorbereiten auf die Schule, wo man nachher in der Standardsprache die Schule hält. Es ist quasi eine Vorbereitung darauf und man versucht, die Kinder dort abzuholen, wo sie in ihrer Entwicklung sind. Es ist nämlich nicht so, dass alle Kinder am gleichen Ort stehen, auch nachher in der Schule nicht. Es gibt eine breite Streuung, man sagt dem Heterogenität von dem, was ein Kind kann, wenn es gleich alt ist wie ein anderes. Und das sind die Schulen heute bemüht aufzufangen. Das ist man auch im Kindergarten bemüht aufzufangen. Und man versucht, im Kindergarten das vorzubereiten, dass man nachher auch den schulischen Einstieg ins schulische Lernen einfacher schafft und dass es da auch einfachere Übergänge gibt. Das ist aber heute schon so. Kinder werden neu eben dann mit 4 eingeschult. Man kann Kinder aber auch retten stellen, dass sie ja erst später eingeschult werden. Wie aufwendig ist das Verfahren? Das ist natürlich sicher ein schriftliches Gesuch. Da wir werden auch als Rektorat von der Schule. Das ist heute schon gang und gäbe. Heute haben wir aber den anderen Fall, dass schriftliche Gesuche gestellt werden, dass Kinder früher kommen können. Mit Harmos will man das eigentlich möglichst nicht. Man will aber sicher die Möglichkeit bieten, dass Eltern, die das Gefühl haben, ihr Kind sei noch nicht reif, auch die Möglichkeit haben, das Kind noch mal zurückzustellen. Das braucht dann eine Abklärung, sicher mit dem Rektor, ein Gespräch zwischen den Eltern und dem Rektor. Allenfalls wird auch der schulpsychologische Dienst beizogen, um da eine Fachmeinung beizugeben. Aber wir haben heute kein Problem mit diesen Fällen und ich gehe nicht davon aus, dass mit Harmos nicht der Fall wird sein. Sicher ist es so, wenn Eltern finden, das ist jetzt einfach noch nicht möglich, da wird man nicht gegen ein System Kopf stehen.